Am 21. Jänner 2014 um 20.20 Uhr hatten sich oberhalb des Freisinger Hofes in Runk bei Tramin Steinmassen von den Felswänden gelöst und waren zu Tal gestürzt. Wir waren ganz überrascht, also der Bürgermeister und ich damals Vizebürgermeister. Wir waren gerade bei einer Sitzung und da wurden wir alarmiert. Achtung, in Runk ist was los, da hat es einen Felssturz gegeben. Und er ist dann sofort losgegangen. Ich bin dann noch dort geblieben, weil wir das Ausmaß nicht wussten, was da jetzt alles passiert ist. Und wie er dann hier angekommen ist, da hat man schon einen Teil davon gesehen. Es war ja stockdunkel. Nachdem es einen geologischen Bereitschaftsdienst gibt, wurde sofort dieser geologische Bereitschaftsdienst avisiert. Ein Mitarbeiter des Amtes hat sich sofort vor Ort hinbegeben und festgestellt, dass es sich um einen großen Bergsturz, Felssturz handelt. Und dementsprechend ist die Alarmierungskette über die Feuerwehr zum geologischen Dienst und dann auch zum Zivilschutz abgelaufen. Am Tag darauf war für die Einsatzkräfte das gesamte Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Menschen kamen keine zu Schaden, die Bewohner des Freisinger Hofes nur mit dem Schrecken davon. Das Gebiet wurde weiträumig evakuiert und für jeglichen Verkehr gesperrt. Nach dem Ersteinsatz konnten die Geologen im Amt für Geologie und Baustoffplanung weitere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergreifen. In diesem Fall, aufgrund der Größe, gibt es nur eine Möglichkeit, und das sind große Erddämme zu errichten. Dafür braucht man Informationen. In diesem Falle sind das die Energien der Blöcke, die noch kommen können, die Sprunghöhen und auch die geeignete Position dieser Dämme festzulegen. Dazu benutzen wir moderne Simulationsprogramme und gleichzeitig auch eine Back-Analysis, wo wir bei den Sprengarbeiten gefilmt haben aus verschiedenen Winkeln, um dann ganz genau die Sprunghöhen und die Trajektorien der Felsen festzulegen. Probleme werden eigentlich immer größer als wir kleiner. Wir werden immer schadensanfälliger als Gesellschaft. Wir haben Infrastrukturen wie die Brennerautobahn, wo Millionen Fahrzeuge fahren. Und für deren Sicherheit muss gesorgt werden, vor allem in Bezug auf Naturgefahren. In der Industriezone von Bozen hat das weltweit agierende Unternehmen Macca Ferri aus Bologna ein eigenes Labor. Hier werden nicht nur Netze produziert, sondern auch Laboranalysen angestellt und Prototypen getestet. Ein Teil der Innovation betrifft den Produktionsablauf, wie die Herstellung eines Prototypen, wozu es eine eigene Maschine braucht. Das hier ist das neue Produkt. Ein anderer Teil der Innovation umfasst wissenschaftliche Studien, die hinter der Entwicklung von solchen Steinschutznetzen stecken. Dadurch erzielen wir insgesamt eine höhere Sicherheit der durchgeführten Arbeiten. Bei dem neuen Produkt können wir eine höhere Belastbarkeit garantieren, wobei bei außergewöhnlichen Ereignissen Verformungen ebenso minimiert werden. Im Labor werden verschiedene Tests durchgeführt. So wird unter anderem die physikalische Festigkeit der Stahlseile geprüft, indem die Materialien in ein Säurebad getaucht werden. Auf diese Weise wird die Entstehung von Rost im Zeitraffer simuliert. In diesem Fall zum Beispiel hat das Produkt den Test bestanden. Nach einer bestimmten Anzahl von Versuchszyklen hat sich hier kein Rost gebildet. Während in diesem anderen Fall sehr wohl. Die Rostfläche wird am Ende des Testvorgangs gemessen und ausgewertet. Mit einem anderen Gerät wird die mechanische Festigkeit der neu entwickelten Materialien getestet, die entscheidend für die Sicherheit der Steinschlagnetze selbst sind. Das Land Südtirol gibt für die Errichtung von Steinschlagschutzwellen jährlich rund 40 Millionen Euro aus. Eine wichtige Rolle im Bereich alpine Sicherheit spielt dabei IDM Südtirol.
Der Sonderbetrieb der Südtiroler Landesverwaltung und der Handelskammer führt die beteiligten Organisationen und Experten im Netzwerk zusammen und trägt dazu bei, dass Südtirol bei der alpinen Sicherheit äußerst innovative Lösungen findet, die auch für andere Regionen vorbildhaft sind. Südtirol ist als Standort im Bereich von der Bekämpfung Naturgefahren ein sehr spannender Ort, weil hier das Zusammenspiel zwischen Unternehmen, öffentlicher Hand und der Forschung sehr weit fortgeschritten ist und sehr gut funktioniert. Man kennt sich untereinander, man arbeitet zusammen, man tauscht sich aus, informiert sich über den neuesten Stand und versucht sich gegenseitig zu helfen. Deshalb ist Südtirol interessant als Forschungsstandort, um weiterzukommen, weil die Ideen, der Weg von der Idee bis zur Umsetzung sehr kurz sein kann. Kurz vor der Verabschiedung des Gefahrenzonenplans, den alle Südtiroler Gemeinden erstellen, steht auch die Gemeinde Tramin. Die ganzen Gutachten sind jetzt eingeholt, jetzt kommt er dann noch vor den Gemeinderat. Also das ist eigentlich nur mehr Formsache. Und dann hat das seine Gültigkeit. Natürlich in dem Gefahrenzonenplan, da wird festgeschrieben, in welchen Zonen es sehr gefährlich ist, weiterhin Aktivitäten durchzuführen, vor allem was Bautätigkeit anbelangt. Da gibt es eben, der geht dann von den roten bis zu den weißen Zonen. Natürlich, die roten Zonen sind hochgefährlich, da ist totales Bauverbot. Aber es ist sehr gut, um solche Sachen zu vermeiden, dass nicht wieder neue Strukturen, Gebäude irgendwo hineingebaut werden, wo es einfach sehr gefährlich ist. Hundertprozentige Sicherheit, darüber sind sich alle einig, wird es bei Naturkatastrophen nie geben. Durch effiziente Zusammenarbeit aller im Bereich alpiner Sicherheit beteiligten Organisationen und durch immer leistungsstärkere Schutzbauten kann aber großer Schaden vom Menschen abgewandt werden.